Sascha für netbooknews.de hier und ihr glaubt es gar nicht, es ist Netbook-Zeit auf netbooknews.de. Das habe ich zwar schon am Anfang gesagt, aber nichtsdestotrotz scheint das ja fast so, als müsste ich das mal wieder so ein bisschen so nach vorne holen, weil bezüglich Neuerscheinungen auf dem Netbook-Markt war es ja eher suboptimal in den letzten Monaten. Ändert sich jetzt aber ein bisschen, denn endlich Intel Atom Cedar Trail ist am Start. Das heißt, wir können wieder was auspacken. Ich glaube, das letzte, was ich ausgepackt habe, war das gute Stück hier. IPC 1015BX mit der Fusion APU von AMD. In meinen Augen momentan auch wirklich echt das beste Netbook mit ordentlich Bums dahinter. 4 GB könnt ihr da reinpacken. Und die kommen demnächst auch da rein. Und dann kommt auch noch eine schnelle SSD rein. Dann gucken wir mal eins einfach, wie die Kiste so abgeht. In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns ja eher so ein bisschen auf die Geschichte konzentriert. Und jetzt habe ich hier wieder schon, wie im englischen Video, das Problem, den überhaupt aufzumachen. IPC Transformer Prime, hier schön mit der Docking Station. Rattenscharfes Gerät, keine Frage. Quad-Core, super dünn. In der Kombination eine Akkulaufzeit von, ja, so gute 16, 17, wenn ihr Glück habt und das Display ein bisschen runterregelt, sogar auch 18 Stunden. Und der ganze Hype der Hybriden ist eigentlich mit dem hier losgetreten worden. Das war der erste Transformer, den Asus im Sommer letzten Jahres rausgekloppt hat. Ich bin nach wie vor ein Fan von den Geräten, aber wir schauen uns ein bisschen was anderes an und deswegen schaufel ich das hier mal alles so ein bisschen an die Seite und zeige euch, was wir hier gekauft haben, gerade eben. Und dann auch noch Limited Edition for the win. Besser geht's doch gar nicht. Acer Aspire One D270, das erste Intel Atom Cedar Trail Netbook von Acer. Und zwar rennt das auf dem Intel Atom N2600. Hat dann, glaube ich, 1,66 GHz Clock Speed. Ich meine schon, wir gucken gleich nochmal eben nach, bevor ich wieder irgendwas durcheinander würfle. Schon wieder zu viele Videos heute gedreht. 1 GB RAM, 320 GB Festplatte, Windows 7 Starter Edition ist vorinstalliert. Kostenpunkt 10.000 NTs. Was ist das in Euro? 250 Euro. Inklusive 6 Lithium-Ionen, 49 Wattstunden Akku. Ich würde sagen, das ist ein Deal. Und ich verspreche euch, das wird sich in diesem Jahr öfters sehen lassen auf dem Netbook-Markt. Das heißt so zwischen 2,49, manche vielleicht schon bei 2,29 bis hoch zu 2,99 Euro für die Premium-Netbooks. Plus wir werden mehr Hybriden sehen im Bereich 300, 400 Euro. Aber dann müsst ihr einfach auf die zweite Jahreshälfte warten, wenn Windows 8 rauskommt. Das Ding für den Preis kriegt jetzt schon mal 2 Daumen. Auch wenn man natürlich nicht unbedingt Fan von der lustigen Grafik hier auf dem Deckel sein muss, aber die Geschmäcker sind verschieden, lässt sich nicht drüber streiten, man hat ihn oder man hat ihn nicht. Guck mal hier, sensationell, Acer Sleeve, übrigens auch in dem letzten billigsten Netbook wird hier so ein Neopren-Sleeve reingepackt. Das würde ich mal ganz gerne beim 400 oder 500 Euro Tablet sehen. Gibt es nicht. Nein, ihr dürft dann schön in Samsung Store reinrennen oder bei Apple und dann ein Sleeve kaufen, was ungefähr 15 Cent in der Fertigung kostet und euch für 30, 40, 50 Euro aufgedrückt wird. So macht man Geld. Und wir Schafe rennen auch noch hinterher und schieben es denen in den Rachen. Also von daher schon mal Props an Acer, und dass sie das überhaupt gemacht haben. Kleines Quick Manual haben wir hier. Dann haben wir hier Netzteil, das übliche Gedönse. Was ich übrigens ganz gut finde, dass Acer so etwa vor anderthalb Jahren angefangen hat, diese Standardnetzteile zu verbauen, wo dann ganz einfach entsprechend nur noch die verschiedenen Länderstecker reinpackt. Mittlerweile haben wir irgendwie so 10 Stück oder so davon. Da unten seht ihr noch einen Schwung Anleitung, die ich aufgrund oder riesigen Problemen mit chinesischen Schriftzeichen dann nicht ganz so gut lesen kann. Alles, was so über Restaurantkarten rausgeht, wo dann sogar die Unterschiede zwischen Schwein, Fisch und Kuh und so weiter und Lamm
erkennen kann. Das übersteigt ganz einfach dann da meinen Horizont. So sieht das gute Stück aus. Es ist erstmal Zeit, hier so ein bisschen reinzuzoomen. Und da sind wir schon dabei. Ja, ihr seht, das ist halt einfach hier diese lustigen Ballons hinten drauf. Wir machen unsere Runde ums Gehäuse. Anschluss fürs Netz, da seht ihr hier Ethernet-Cable-Anschluss, VGA-Out. Und jetzt einfach einen Trommelwirbel vorstellen. HDMI-Ausgang. Ja, willkommen im 21. Jahrhundert. Intel Atom, du hast jetzt auch auf deinem Chipsatz einen HDMI-Ausgang spendiert bekommen. Lange hat es gedauert. USB 2.0-Anschluss, vorne ist ungefähr gar nichts. 4-in-1-Card-Reader, Anschluss fürs Headset und fürs Mikrofon. Zwei weitere USB 2.0 und den beschmierten, känzigen Keylock, den außer auf Messen eh keine Sau benutzt. Auf der Rückseite haben wir dann einen 6-Zellen-Lithium-Ionen-Akku mit 49 Wattstunden. Ärgert mich so ein bisschen, wenn ich überlege, dass in meinem Samsung NC10 vor ja, fast 3 Jahren ein 63 Wattstunden Akku eingebaut wurde. Damals Intel Atom N270. Würden wir einen 63 Wattstunden Akku mit einer Zitadrill-Plattform wie den N2600 bekommen, verspreche ich euch nackend in der Hand 15 Stunden Akkulaufzeit. Ohne Probleme. Aber ja, da sparen die Hersteller dann in meinen Augen so ein bisschen am falschen Ende. Aber sollte man sich wirklich darüber beschweren, wisst ihr warum? Ich zeige euch mal eben ganz kurz was. Das ist ein Acer Aspire One D255. Kam raus im, ja, so für etwa ein Jahr, 15 Monate etwa. Rannte auf dem Intel Atom N450. Das war Single Core mit Hyper-Threading. Hatte 1 GB RAM, hatte hinten 3 Zellen Lithium-Ionen-Akku, 24 Wattstunden und hat eine 160 GB Platte, 160 GB Windows XP Home, UMPC Edition und Android. Und die Kiste kostete damals 9.990 NTs. Also preislicher Unterschied 25 Cent zwischen dem neuen Dual Core mit Hyper-Threading und allem Schnickschnack dabei und doppelt so großen Akku und so weiter und der Kiste in einem Jahr. Mir soll noch mal einer erzählen, dass Geräte immer teurer werden. Bullshit. Okay, weiter geht's im Text hier, denn es ist, glaube ich, mal langsam Zeit, hier den Deckel zu lüften und uns im Spiegel Wunderland wiederzufinden, denn natürlich ist auch hier Glossy Display angesagt. Ja, wir haben auch noch hier wieder ein bisschen viele Aufkleber drauf, die uns nochmal sagen, hey, du hast die Balloon Carnival Limited Edition gekauft. Vielen, vielen Dank, Acer. Ich bin auch blind und hätte es nicht gemerkt, wenn ich da war. Ich will mich gar nicht weiter darüber aufregen. Wir zoomen mal eine Runde raus. Nein, wir bleiben hier drin. Als erstes möchte ich euch kurz nochmal das Keyboard zeigen. Das ist so diese Acer-Interpretation von einem Chiclet Keyboard. Man kann hier ordentlich draufdrücken und ihr seht, es verbiegt sich kaum. Das physikalische Feedback der Tasten ist klasse, die sind groß, ihr trefft die ganz gut. Ihr braucht aber ein bisschen Zeit, um euch jetzt einfach den Unterschied mal zu zeigen, dieser Interpretation eines Chiclet Keyboards unter dem Weg, den Asus geht. Nehmen wir mal den hier und jetzt gucken wir uns nochmal den 1015 BX an. So, ihr seht, auf dem BX sind die Tasten weitaus kleiner, aber in meinen Augen könnt ihr die besser treffen, weil die Abstände zwischen den einzelnen Tasten größer sind. Das ist auf jeden Fall hier ein klasse Chiclet Keyboard, das ist aber auf jeden Fall das Bessere. Und was ich übrigens auch noch klasse finde, hier ist ein mattes Display verbaut. Also nicht ganz so verkehrt. Weiter im Text, wir haben hier vorne noch einen geschwungenen Status-LED, ist eine 1,3 Megapixel-Kamera, ist vorne eingebaut und ja, 10,1 Inch Display mit einer Auflösung von 1024x600. Ehrlich gesagt, ein bisschen schade, ich möchte endlich so ein paar Premium 300 bis 400 Euro Netbooks sehen mit einer 1280x800er oder einer 1366x768er Auflösung. Ich glaube, dann kann man diesen Markt auch ein bisschen wieder reanimieren. Ansonsten, das Trackpad ist ein Multitouch-Trackpad und hat hier so einen Single-Mouse-Button. Was Acer übrigens hier auch noch schreibt, ist, dass es ultra-thin ist. Wir machen den Faktencheck und vergleichen es mal mit dem
Ach, guck mal hier, wir nehmen mal dieses Acer Aspire One Happy. Das ist noch nicht mal ein Jahr alt, ein Intel Atom N550. Und jetzt erklär mir mal bitte jemand, was hier dünner und was hier dicker ist. Ich sehe ungefähr gar keinen Unterschied. Das Einzige, was ein bisschen anders größer ist, sind diese kleinen Füßchen, die ihr im oberen seht. Also ich glaube, das ist so ähnlich viel Ultra-Marketing-Blabla wie bei gewissen Ultra-Books. Obwohl ich sie klasse finde, also nicht falsch verstehen. Ich zeige euch mal, was Ultra-Thin ist. Das ist Ultra-Thin. iPad Transformer Prime. Das ist dünn. Und vor allen Dingen auch, das ist übrigens hier 1,13 Kilogramm. Es ist schon richtig leicht. Und jetzt nehmen wir nochmal den ersten Transformer Prime. Ah, den ersten Transformer. Schnickschnack. Ist in etwa genauso dick. Habt ihr dann aber mit Touchscreen und Tablet-Funktion und hast du nicht gesehen. Juti, es ist Zeit für den lustigen Kaltstart. Windows 7 Starter Edition ist darauf installiert. Das ist ja im Grunde genommen die limitierteste Variante von Windows 7, was ihr euch so vorstellen könnt, aber reicht so für die tägliche Arbeit dreimal aus. Okay, warte mal. Hier so rein. Dass ich nicht die ganzen lustigen Funzeln hier an der Decke auf dem Spiegelbildschirm hier habe. Und der fährt da hoch, ich sag mal so generell dürfte das so dauern, mal zwischen 30 und 45 Sekunden. Ich habe das System jetzt schon eingerichtet, aber was ich euch unbedingt noch zeigen möchte, ist ganz einfach etwas, was mir sowas von auf die Nüsse geht, und zwar ist es Bloatware. Natürlich werden dadurch solche Plattformen quersubventioniert, genauso wie der Windows-Sticker hier, der Intel Atom-Sticker hier, das gibt bare Euros und die spart ihr dann letztendlich. Denn nur durch solche Werbung ist es möglich, die Kisten so günstig zu machen. Was haben wir hier? McAfee Internet Security, Netflix, eBay, Acer Registration, Acer Games. Ach, was haben wir hier noch Schönes übrigens? Das müsste dann, glaube ich, hier die Wi-Fi-Nummer sein, ne? Wireless Display müsste doch hier auch schon... ja, wohl eher nicht. Das ist der Welcome Center von McAfee. Das ist alles Gelumpe, was ich nicht auf meinem Netbook haben möchte und was dann auch irgendwie schnell runterfällt. Übrigens generell so, es fühlt sich sehr, sehr zuppig an. Wir gehen mal eben kurz hier auf Properties und gucken mal, was die Systemgeschichte hier sagt. Da 1,6 GHz erzählt er uns und Windows Experience Index von 3,3. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie was unternehmen können oder ob er dann unbedingt, er möchte ganz einfach, dass wir hier mal eben wieder rüber switchen aufs Netzteil, das angeschlossen haben. Aber keine Angst, es wird ein ausführliches Video geben mit Benchmarks etc. pp. Denn wir wollen natürlich genau wissen, wie die neue Intel Atom Cedar Tray Plattform sich schlägt im Vergleich mit N550 und mit den AMD Fusion Plattformen. Und bis dahin bleibe ich der Tech-Blogger eures Vertrauens auf netbooknews.de. Ich bin Sascha, vielen Dank fürs Zusehen.